Sage herzlich willkommen zu unserer heutigen Espresso-Runde, die erste Espresso-Runde nach unserer Sommerpause. Und ich begrüße ganz herzlich Christian Beer. Guten Morgen, lieber Christian. Grüß Gott, guten Morgen. Man hört schon, grüß Gott. Christian ist Abteilungsleiter im Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Und guten Morgen, lieber Dirk, Director Public Sector bei Trend Micro. Morgen. Wir haben heute als Thema natürlich Digitalisierung in Bayern. Und Christian findet, wenn man ihn fragt, was ihn besonders reizt an seiner Aufgabe im Bayerischen Staatsministerium für Digitales, dann sagt er, es ist unter anderem auch die Vielfalt an Themen, an Menschen, an Talenten, an Herausforderungen, mit denen man sich dort beschäftigt. Und wenn wir einmal auf den Christian, seinen Lebenslauf und seinen Werdegang schauen, dann kann man dort auch eine gewisse Vielfalt an Themenschwerpunkten entdecken. Er hat nämlich Jura studiert, hat auch als Jurist gearbeitet. Dann hat er gewechselt in die bayerische Verwaltung und zwar ins Finanzamt. Dann war er dort einige Jahre Und auch tätig, Tage. auch Tage, viele Tage und einige Jahre. Und ist dann berufen worden zur Digitalisierung. Ich bin gespannt, wo da der rote Faden liegt an den Themen und übergebe hiermit an Dirk. Immer um Geld, Karin. Es geht immer um Geld. Danke. Ja, war klar. Dann haben wir den roten Faden. War eine Steilvorlage. Der Tat. Bevor wir loslegen, weil jetzt sich schon wieder über mein Hemd lustig gemacht wird, vielleicht zwei Sachen, die mich in der Sommerpause wirklich sehr, sehr gefreut haben. Ich hatte auf den Merseburger Digitaltagen ein ganz tolles Erlebnis mit Kollegen aus Merseburg, die uns für den Espresso-Talk ausdrücklich gelobt haben. Und ich dachte immer, dass ich irgendwann mal so als Experte für Cybersecurity durchgehe. Aber ich habe ein T-Shirt von einem Kollegen geschenkt bekommen. Da stand CEO drauf und das C stand nicht für Cybersecurity und das E nicht für Evangelist oder so, sondern Chief Espresso Officer. Also fand ich auch sehr, sehr nett, aber vielleicht muss ich mir über mein Aussehen mehr Gedanken machen und mein Auftreten als über das Fachliche. Egal. Christian, wie fängst du deinen Tag an morgens? Tee, Kaffee oder tatsächlich Espresso? Also ohne Kaffee geht überhaupt nichts. Zu Hause gleich mal, bevor aus dem Haus gehe, auch zu denen, die nicht ohne Frühstück aus dem Haus kommen. Und wenn ich dann am Oskar von Millering in München ankomme, geht es gleich mit Kaffee weiter, egal in welcher Form. Aber ich brauche den ganzen Tag dann Nachschub. Die Frau Lind, mein Vorzimmer, stellt mir dann immer eine große Kanne Tee hin, damit es dann über den Tag hinweg nicht zu viel wird. Davon auch gerne, aber immer wieder der kurze Weg in die Kaffeeküche. Wir haben so Vollautomaten auf den Etagen und da bin ich ein Power-User. Sehr schön. Wir haben das Digitalministerium schon jetzt ein paar Mal angesprochen. Sag mal ganz kurz, was ist so die Aufgabe eines Digitalministeriums? Tja, die Aufgabe vielleicht in einem Satz, es ist immer der Think Tank in Themen, die ansonsten in tradierten und klassischen Rollenverteilungen, in Ressortaufteilungen möglicherweise verloren ginge, in der Erfahrung oder aus der Erfahrung, dass ja immer mehr Themen aufschlagen, die man bei der üblichen Geschäftsverteilung in der Verwaltung so vielleicht gar nicht findet. Wo würde Registermodernisierung hingehören? Wo würden Themen wie Fake News hingehören? Und um das in Anführungszeichen vielleicht aufzufangen oder da einen Sprecher zu finden, das meine ich, ist eine der zentralen Rollen eines Digitalministeriums. Also du würdest sagen, es setzt sich mit neuen Technologien auseinander und verteilt diese dann an die verschiedenen anderen Ressorts. Nein, ich glaube, das würde zweierlei verkürzen. Einerseits würde es verkürzen, es setzt sich nicht nur mit neuen Dingen zusammen. Es gibt ja auch, insbesondere in meiner Abteilung, die sich mit innovativer Verwaltung beschäftigt, Themen, an denen wir allesamt in der Community seit vielen Jahren dran sind.
aber eben die Erfahrung, dass immer wieder neue Themen dazukommen, die ansonsten, sagen wir mal, wie Verwaltung vielleicht üblicherweise an Themen rangeht, nämlich mit der allerersten Frage, bin ich überhaupt zuständig? Vielleicht Sehr irgendwie schön. überhaupt nicht aufschlagen. Ich kann mich da erinnern an ein Beispiel, wo es um das Thema Neuerungen im Urheberrecht vor einigen Jahren ging, wo man auch gesagt hat, ja, wo ist sowas überhaupt aufgehängt, um da einen, wenn ich mal einen Terminus verwenden darf, so einen negativen Kompetenzkonflikt zu vermeiden, ist das Digitalministerium sicherlich prädestiniert, sich um genau die Fragen zu kümmern, die ansonsten vielleicht etwas durch den Rost fielen. Was es nicht sein kann, ist dann solche neuen Themen ausschließlich, so habe ich dich gerade verstanden, Dirk, zu delegieren auf andere Häuser. Das heißt, so die Idee, inwieweit man dann selber als Kümmerer auftritt oder aber das Ganze orchestriert, das ist dann der nächste Schritt. Aber es ist schon ein bisschen mehr als so eine Postverteilerstelle, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass man schon, also nicht das Delegieren, sondern eher so im Rahmen von Leitplanken setzen oder so. Wenn ich auf die Webseite schaue, dann steht da sowas sinngemäß wie, das Digitalministerium steuert und bündelt die Digitalisierung im Freistaat und beschleunigt die effektive Umsetzung der Ziele. Ich weiß, dass Bayern ja mit der Muttermilch auch Selbstvertrauen bekommt. Glaubst du, dass das Digitalministerium ein guter Schritt war? Also was wir in den vergangenen Jahren, und es gibt es jetzt seit 2018, etwa 6 Jahre gemerkt haben, ich darf mal von den Erfahrungen, die bei mir positiv aufschlagen, erzählen. Wir haben einen Fürsprecher für Themen, die ansonsten vielleicht, ich bin wieder bei der tradierten Geschäftsverteilung, kurz kommen. Aus der Erfahrung, dass in großen Häusern, so wie wir das wahrnehmen, oft Digitalisierung als eines von vielen Themen, in der Rolle dann wahrzunehmen und zu finden ist, wie das dort eben auftaucht. Bei uns ist es das einzige Thema im Haus. Wir sind ein kleines, wir sind ein so gesagt vielleicht auch etwas agilerer Personalkörper. Wir haben einen sehr engen Draht zum Minister und schaffen es dadurch, Themen im Kabinett vielleicht auch auf einer Ebene anzubringen, sehr schnell, sehr unkompliziert, wo es in anderen Bereichen vielleicht etwas länger dauert oder eben gar nicht passiert. Das heißt, dass auch hier diese Kümmererfunktion besetzt ist, das empfinden wir als Vorteil. Es gibt eine Stimme am Kabinettstisch und allein das, meine ich, hat einiges gebracht in den vergangenen Jahren. Du hast jetzt angesprochen, dass dieses Kümmern eine große Rolle spielt und dann aber auch, dass ihr so Vorreiter seid im Denken von Digitalthemen vielleicht. Ist es nicht aber so, dass gerade dieses Thema Digitalisierung ja so ein Querschnittsthema ist und eigentlich in allen Ressorts besetzt sein muss? Also überall müssen diese Themen behandelt werden. Ja, klar müsste es besetzt sein, das ist es auch, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich sag mal, diese Pflänzchen, die da überall vertreten sind oder diese Ansätze, um die sich noch mal, um die nochmal zu hegen und zu pflegen, wenn ich es mal so sagen darf, vielleicht auch zusammenbringen. Das heißt, die Akteure in den Häusern, die auch an den Themen dran sind, da zu koordinieren, zu bündeln. Ich sage mal, auch Mut zu machen. Das ist ja auch eine gewisse Frustrationstoleranz in dem Umfeld erforderlich. Das nehmen wir wahr, eine Stimme für das Thema zu sein, auch zu werben, dass es in anderen Häusern entsprechend Kompetenz, Know-how und dann auch Ressourcen aufgebaut werden. Das ist sicherlich auch ein Thema. Also die Vorreiterrolle, denke ich, nicht in der Arroganz zu spielen, dass wir es schlauer wissen wie die anderen. Da muss man, glaube ich, sehr, 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 sehr aufpassen, dass genau dieses, jetzt kommen die anderen, erklären, wie es funktioniert. Das darf nicht im Vordergrund stehen, aber die Willigen zu bündeln aus den Häusern, die Interessen zu bündeln, das ist sicherlich eine, zu koordinieren, das ist sicherlich eine Hauptaufgabe. Jetzt kommen wir, also du hast es eben auch angesprochen, so das Agile an dem Ganzen, euer Haus, dein Team sehr agil, da sind neue Strukturen noch aufgebaut. Glaubst du nicht aber auch, dass wir so das ganze Thema Verwaltungsstruktur gerade in Bezug auf die Digitalisierung nochmal ein bisschen, ich will nicht schon wieder sagen neu denken, aber anders denken müssen, dass wir auch andere Herangehensweisen favorisieren müssen?
Doch, das glaube ich schon. Ich glaube nur, dass es sich nicht ausschließt. Und ich würde mal sagen, ich nehme wahr, dass es sich vielleicht ergänzt. Was meine ich mit dem, was du gerade als innovativ oder agil bezeichnet hast? Wir haben, nachdem wir ein ganz junges Haus sind, natürlich bei der Gründung auch ohne, ich sag mal, Behördenunterbau. Wir waren darauf angewiesen, viele Kolleginnen und Kollegen zu akquirieren aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichster Vorbildung. Wir sind tendenziell dadurch ein junges Haus, haben eine, wie man sagen, auch was Diversität anbelangt, eine breite Mischung, die uns vielleicht etwas unterscheidet. Und die vielen jungen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns gekommen sind, die auch mit einer gewissen, ich sag mal, Neugier und Innovation und eben nicht so festgefahren in den Strukturen, die sicherlich auch mithelfen, bei anderen dafür zu werben, dass die Hauptthemen, denen wir uns stellen, ja, das heißt immer, natürlich sind die im Umfeld der IT, aber in aller Regel sind es, das ist meine Erfahrung, ja, Reformen von Organisationen, Organisationsprozesse, die da in Gang zu setzen sind. Und da ist dieses, ich sag mal, etwas forsche Reingehen, ohne dass man es auch zu gut kennt, aus unserer Sicht eher eine Chance. Ja, ich finde es super spannend, weil wir nähern uns ja auch dem Wahlkampf auf der Bundesebene mit langsamen Schritten schon, aber der Kanzlerkandidat auf der einen Seite hat sich schon in Position gebracht. Und solange ich denken kann, ist das Digitalministerium auch auf der Bundesebene immer wieder ein Thema. Und an euch gibt es jetzt seit 6 Jahren. Ich glaube, ihr könnt da viele Pro und Kontras mit in die Diskussion einwerfen. Aber ein anderes Thema, was mich immer wieder beschäftigt, ich glaube auch alle Menschen, die sich mit Verwaltungsdigitalisierung beschäftigen, ist das ganze Thema Föderalismus. Glaubst du, dass wir für das Thema Verwaltungsdigitalisierung, machen uns nichts vor, ich war vor kurzem in Österreich und da hieß es gleich, wir machen uns große Sorgen um Deutschland, weil wir in Deutschland nicht vorankommen. Glaubst du, dass ein anderes Herangehen an föderale Strukturen, vielleicht auch an den IT-Planungsrat, uns da weiterhelfen könnte? Also ich würde raten, auch in dem Bereich ohne Scheuklappen zu arbeiten. Wir sehen ja, und wenn ich zu den föderalen Strukturen auch den Bereich der Kommunen dazu nehme, dass die Kommunen selber, Stichwort der Dresdner Forderungen, durchaus bereit sind, offen über vieles zu sprechen. Und ich glaube, diese Notwendigkeit besteht. Das heißt, ich würde gerne vermeiden, föderale Strukturen oder Föderalismus in dem Kontext jetzt unisono als das eine Belastung oder ein Hindernis oder eine Hürde wahrzunehmen, sondern etwas differenzierter zu sagen, wo haben sich föderale Strukturen oder auch die föderale Zusammenarbeit in der Praxis durchaus bewährt? Wo gibt es an anderen zentralen Vorgehen vielleicht eher Gründe, dass man sagt, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei? Wo ist es aber auch notwendig, die tradierten Strukturen zu überdenken? Und ich meine, gerade im Bereich der kommunalen Verwaltung gibt es da mittlerweile eine breite Basis, die bereit ist zu sagen, jetzt mal Schnitt, was vor 200 Jahren bei der letzten großen Verwaltungsreform in Bayern gut geklappt hat und auch in den letzten 200 Jahren dazu geführt hat, dass Verwaltung, ich sag mal so in toto, denke ich mal, im Freistaat Bayern ganz gut funktioniert. Das müsste man auf den Prüfstand stellen. Was hat sich bewährt und was hat sich aber auch nicht bewährt? Oder wo sollte man sich nicht scheuen, neue Wege zu gehen? Das heißt, ich scheue mich da mit einer pauschalen Antwort. Föderale Strukturen sind der Grund, warum vieles nicht weitergeht. Genauso wie in die andere Richtung. Ich nicht glaube, dass ein weiter so die richtige Antwort ist. Ich denke, da ist mehr Differenzierung notwendig. Ja, und es gibt ja auch tatsächlich Beispiele, wo man merkt, dass die föderale Struktur tatsächlich auch im Zusammenspiel funktioniert hat. Bayern steht seit vielen, vielen Jahren für eines der erfolgreichsten Digitalisierungsprojekte, nämlich Elster, Bayern federführend. Glaubst du, dass so dieser Punkt, ein Bundesland entwickelt etwas federführend, dass das ist auch so ein bisschen vielleicht der Weg für OZG 2.0, aber das etwas sein kann, was uns weiter nach vorne bringt in dem Bereich? Definitiv. Ich bin also ein großer Befürworter des Konsens, Verbundes. Und was ist der Unterschied zwischen zentral vorgegebenen
Strukturen oder auch Lösungen und dem Konsensverbund und einer Idee, der ich nachhänge. Dort sind es föderal getragene Lösungen, die aber dann bundesweit einheitlich laufen. Das heißt, bei allen Schwierigkeiten, die es auch in der Steuerverwaltung im Bereich der IT gibt, letztlich ist es aus meiner Sicht doch ein, wenn ich mal den Begriff Role Model nennen darf, ein Beispiel, dass es funktionieren kann. Es ist mühsam, sich immer wieder zusammenzubringen. Die Steuerverwaltung hat in Anführungszeichen den Vorteil, dass die Aktivitäten der Legislative des Gesetzgebers auch zur Kooperation zwingen. Dort ist, glaube ich, man kann sich ein Scheitern in dem Bereich überhaupt nicht leisten. Aber es ist für mich auch ein Beispiel. Es funktioniert auch und es ist föderal getragen. Es gibt verantwortliche Player in dem Kontext. Der Bund hat seine Rolle. Die Länder, die Verantwortung tragen, haben ihre Rolle. Und diese verteilten Verantwortlichkeiten können funktionieren. Und das sollte meines Erachtens eine Überlegung sein, ob man nicht auch in anderen Bereichen diese Rollenverteilung so übernimmt. Wenn wir schon über Elster sprechen, sicherlich eines der erfolgreichsten Projekte der Verwaltung. Wie ist man denn auf den Namen Elster gekommen? Weißt du das? Also die Steuerverwaltung ist ja ein Meister im, ich weiß nicht, wie man das nennt, ist das Branding. Das ist dann also so Geschichten wie Controlling-Möglichkeiten des Amtsleiters gibt. Ich glaube, dieses Tool nennt sich dann Gral, genauso wie das Verfahren im Kontext der Nachlassbearbeitung Finster heißt. Und ebenso auch die Idee mit der elektronischen Steuererklärung mit Elster. Wobei dieses Bild, was dir, glaube ich, ich habe es so wahrgenommen, gerade ganz gut gefällt, ja durchaus unterschiedlich wahrgenommen wird, also auch die diebische Elster, genau. Wobei eines muss man sagen, neben der Rezeptor. Espresso-Tasse aus dem heutigen Termin, jetzt hebe ich es dann doch einmal hoch, auch das Layout im Elstergrün ist natürlich in gewisser Weise schon vom Marketing so unerfolgreich nicht gewesen mit diesem, ich weiß nicht, wie man die Farbe bezeichnet, Pastellgrün, verbindet man was. Aber tatsächlich, die Steuerverwaltung hat es geschafft, für die Verfahren immer sehr sprechende Namen zu finden. Ich gebe zu, von den Abkürzungen können wir da in anderen Verfahren im Planungsratskontext, wenn ich jetzt an die FITCO denke oder an die REGMO, vielleicht noch etwas lernen. Also mehr Tiernamen zur erfolgreichen Verwaltungsdigitalisierung, ja? Ich weiß es nicht. Mehr Tiernamen bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber wie gesagt, es ist halt sehr ausgesprochen sprechend und das ist sicherlich auch also wenn schon der Name zur ersten Stirnrunzeln führt, ist es vielleicht, hätte man sich einen anderen suchen sollen. Ja, da sind wir gleich schon bei ganz delikaten Themen. Das könntest du gleich überleiten auf so Sachen wie digitale Dachmarke. Braucht man nicht überhaupt ein stärkeres Branding, ein gemeinsames Auftreten nach außen? Ich würde mal sagen, in den Bereichen der Steuerverwaltung gibt es Beispiele, wo das gut funktioniert. Ja, aber wenn du über Dachmarke sprichst, dann können wir da gleich weitermachen. Ganz ehrlich, jemand, der vielleicht neu nach Deutschland kommt, der wird vielleicht in seiner Kommune schauen auf der Seite, dass er da die Steuer irgendwie abgeben kann. Er wird nicht auf die Elster-Seite kommen. Das hat sich mittlerweile in vielen Kommunen ein bisschen geändert, dass da ein Anschluss ist. Aber so dieses Österreich-Modell, alles über eine Seite, wäre ja auch nicht verkehrt, oder? Tja, alles über eine Seite. Jetzt sprechen wir genau diese Frage an. Wie wollen wir künftig weitermachen? Die Überlegung zu sagen, ich brauche allerdings als Kunde auch, oder vielleicht als Argument mal, je nachdem, wie man es bewertet, eine Idee, mit wem kommuniziere ich eigentlich? Ist es jetzt der Bund? Ist es meine Gemeinde? Bei sehr vielen Leistungen wird der Ansprechpartner immer die Gemeinde vor Ort sein. Und ich sage mal, ich habe ein Verständnis dafür, dass der Bürgermeister vor Ort auch bei Online-Auftritten, wenn ich es mal so sagen darf, wahrgenommen werden möchte. Im Bayern-Portal machen wir das, dass es entsprechend die Möglichkeit gibt mit der Einstiegsseite. Ich gebe dir aber recht, dass das vielleicht auch Themen sind, die man im größeren Kontext nochmal besprechen muss. Macht sich daran die kommunale Selbstverwaltung jetzt fest, dass ich da das Logo der Kommune finde oder nicht. Ein Beispiel, wo das mit dem Branding nicht so toll geklappt hat, übrigens ich glaube, vor einem guten Jahr hatten wir diese Energiepreispauschale für Studenten. Erinnert sich vielleicht viele in der Schalte, ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig bezeichne, wo schon die Webseite, wo ich es beantragen konnte oder durfte, sagen wir mal,
einen sorgfältigen IT-User eher zu der Frage führt, dass sollte ich das anklicken, weil ich nicht unbedingt vertrauenserwecken darf. Sicherlich ein Hinweis, dass wir dort noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Das heißt, irgendwie Wiedererkennbarkeit. Und ich meine schon, dass es dabei auch gelingt, Regionalität und föderale Strukturen abzubilden. Das sollte sicherlich ein Ziel sein. Jetzt feiern viele dieses Projekt, das du angesprochen hast, als Erfolg, insbesondere die Kollegen aus Sachsen-Anhalt, weil es ab dem zweiten Tag wohl ganz gut funktioniert hat. Aber wenn man sich dann anguckt, Grundsteuer und so weiter, da ist sicherlich Ausbaupotenzial. Mich würde noch mal interessieren, wenn wir sagen, dass ihr so Vordenker auch seid in der Struktur des Digitalministeriums, so für andere, auch in der Beratung, vielleicht für KMUs. Ihr macht jetzt Verwaltungsmodernisierung. Aber spricht da das Thema Sicherheit an irgendeiner Stelle eine Rolle oder ist Digitalisierung losgelöst von Sicherheit? Nee, also Sicherheit ist sicherlich mit eines der größten Pfunde, mit denen der Staat auch wuchern muss. Letztlich ist es ja, was du ansprichst, Dirk, unter dem großen Thema letztlich auch Vertrauen. Ja? Und Unternehmen können mit diesem Thema, auch große Unternehmen, glaube ich, anders umgehen. Lücken, Sicherheitslücken, Angriffe auf große Player im Markt werden als okay, Komfort, werden abgestellt, das Produkt reift beim Kunden wahrgenommen. Ich meine, der Staat ist da in einer anderen Verantwortung. Wir können es uns nicht leisten, ein mit Sicherheitslücken versehenes Produkt auf den Markt zu bringen. Oder sagen wir mal so, müssen da in einer ganz anderen Art und Weise achtsam sein, weil ein Vertrauensverlust, dass staatliche oder beim Staat hinterlegte Daten in falsche Hände kommen, was wir weltweit ja auch ab und an sehen, glaube ich, für das, was wir in den nächsten Jahren vor uns haben, fatal wäre. Das heißt, ich akzeptiere auch, dass da strengere Maßgaben und Vorgaben aus dem Bereich die Handlungsfähigkeit einschränken. Wir sind eben als Staat kein Start-up, der sich da mit jetzt einfach mal machen Fehler erlauben kann. Große Datenlücken sind ein No-Go und es muss anders ausgereift und anders abgesichert sein als im anderen Kontext. Das ist dann Marktwirtschaft, dann gehen Unternehmen unter oder werden erfolgreich. Bei uns ist es letztlich etwas, wo ich aus meiner Perspektive sagen muss, geht gar nicht. Und es hängt übrigens ja auch eine politische Verantwortung dran, mit der man auch umgehen muss. Das heißt, wo soll der politisch Verantwortliche sein, der sagt, macht mal, und wenn es da zum Datenabfluss kommt, ist es auch egal. Also ich meine, es steht uns gut an, dass wir da anders damit umgehen und besonders sensibel sind. Ja, das mag aus der Sicht eines Landesbeamten sicherlich richtig sein, wenn man Produkte auf den Markt bringt. Digitaler Führerschein wäre jetzt auf der Bundesebene zu nennen, was ein Fiasko, glaube ich, war. Auf der anderen Seite, wenn man sich sieht, wie viele Kommunen komplett überfordert sind, dann würde ich sagen, du hast dieses schöne Wort Achtsamkeit genannt eben, dass man da noch vor großen Aufgaben steht. Ihr habt in Bayern das LSI als Kontrapunkt zum BSI. Da finden natürlich Kooperationen statt. Aber ich würde immer mir wünschen, dass wenn man so ein Digitalministerium hat, dass das Thema Sicherheit da vielleicht noch eine größere Rolle spielt. Also guckt OZG an bei den Leistungen und so weiter. Ich glaube nicht, dass all diese Leistungen so auf Herz und Nieren geprüft sind, wie man sich es vielleicht als Unternehmer oder Bürger wünschen würde. Weil du das ansprichst und auch beim Freistaat Bayern als Flächenland mit 2050 Kommunen, wir teilen oder ich teile die Wahrnehmung, dass vor allem bei kleineren Kommunen da teilweise eine vielleicht faktische Überforderung zu erkennen ist oder ehrlich gesagt Ja, perspektivisch ist schon so, möglicherweise ja. noch viel schlimmer wird. Da sind wir ja dann auch im Kontext mit Fachkräftemangel. Wie kann sich eine kleine Gemeinde, wo der Ansprechpartner für IT dann oft das Vorzimmer des Bürgermeisters ist, angemessen um solche Themen kümmern. Das heißt, wir sind aktuell unter dem Stichwort Zukunftskommission auch dabei, ressortübergreifend mit den kommunalen Spitzenverbänden zu überlegen, inwieweit wir auch unter Berücksichtigung der Strukturen der kommunalen Selbstverwaltung vielleicht da mehr Vereinheitlichung, Zentralisierung und Standardisierung innerhalb des Freistaats hinbekommen.
weil eben, das ist jetzt meine Wahrnehmung vielleicht, IT-Sicherheit, und das möchte ich gar nicht werten, ist nur eine Wahrnehmung, in einigen Kommunen oder vielleicht in vielen Kommunen nicht den Stellenwert hat, die es haben sollte, oder weil die es auch gar nicht mehr schaffen, mit Verlaub. Und ich glaube, dass da der Staat in seiner, jetzt wenn ich mal das Stichwort Staat und Kommunen sehe, der Staat in seiner Kümmererfunktion gefragt ist, weil wer soll es sonst machen? Also die Kommunen da mit toi 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 ihrem zu überlassen. Du hast das LSI angesprochen. Wir würden es nicht so gern als Kontrapunkt zum BSI sehen, sondern wir würden sehen, dass sich da die Aufgaben ja durchaus ergänzen, die Kommunen tatsächlich beraten. Aber da ist auch noch Arbeit nötig. Und gerade vor dem Hintergrund Fachkräftemangel, wie geht es weiter? Das, was wir auf Bundesebene diskutieren im föderalen Kontext, mehr Standardisierung, mehr Vereinheitlichung, mehr Zentralisierung, ist sicherlich auch auf Landesebene ein Thema, gerade in einem großen Flächenstaat. Wenn du Unterstützung brauchst bei den Sicherheitsfragen, Karin sitzt um die Ecke, die hilft euch gerne. Ich würde gerne mal auf ein Thema kommen. Wir reden seit gefühlt 20, 25 Jahren über Verwaltungsmodernisierung. Und du hast es angesprochen, du hast ein sehr, sehr agiles Thema, sehr divers. Glaubst du, dass wir zu viele Juristen in der Verwaltung haben? Also nachdem ich selbst Jurist bin, glaube ich, ist es dann gestattet, ein wenig das Juristen-Bashing auch zu übernehmen. Ich würde jetzt nicht von zu viel Juristen sprechen, aber ich glaube, was einige auch in der Runde wahrnehmen, dass das Thema Verwaltungsmodernisierung nur den Juristen überlassen schwierig funktioniert, weil die Ausbildung, wie man getriggert ist, eben zunächst mal immer in die Richtung geht, Risiken zu erkennen, Bedenken zu äußern, Aber von Probleme zu Problemen ermitteln wegzudenken. und vielleicht nach meiner Wahrnehmung tatsächlich zu wenig in die Richtung lösungsorientiert oder vielleicht einfach mal mit einem Prototyp was ausprobieren, mit MVPs arbeiten. Also da ist tatsächlich die Wahrnehmung, dass wir aus dem Erfordernis heraus, dass wir sehr viel neues Personal akquiriert haben die letzten Jahre und deshalb sehr viel gemischte Teams haben mit ganz unterschiedlicher Ausbildung, sei es von extern. Wir haben überraschend viele Kolleginnen und Kollegen oder für einige vielleicht überraschend, die tatsächlich aus der freien Wirtschaft ganz bewusst trotz der Möglichkeiten und der Rahmenbedingungen, die wir bieten können, zum Start kommen, aus der intrinsischen Motivation raus, da was machen zu können, also mit einer ganz anderen Idee dazukommen oder auch aus dem Bereich von Unternehmensberatung, aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld. Und dieses Mix, das ist wohltuend, weil es eben zeigt, dass die unterschiedliche Herangehensweise, ich glaube, insgesamt eher befruchtend ist, als Themen abbindet. Vielleicht ein bisschen was auch im föderalen Kontext gilt, wenn wir uns alle miteinander mehr als Player verstehen, um Impulse zu geben und nicht so sehr in dieser Idee, dass immer jeder es nur an sich ziehen will, dann wäre föderaler Zusammenarbeit, glaube ich, richtig verstanden. Ja, das ist ein guter Hinweis. Und man merkt es ja auch so, Annika Busse als Beispiel in Hamburg, die auch aus der freien Wirtschaft kommt, dass dann doch eine andere Sprache entsteht und auch vielleicht ein anderes Herangehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da auch andere Menschen stärker mit einzubeziehen. Es gab bei euch vor, ich glaube, im letzten Jahr oder sogar dieses Jahr ja nochmal so einen Wechsel im Haus. Eine andere politische Farbe ist dazu gekommen. Führt es dazu, dass auch andere Themen im Haus nochmal angesprochen werden oder ist es die Tendenz dann das Gleiche und die Strategie auch in etwa die gleiche. Also selbstverständlich ist es ja auch die Aufgabe des Ministers, da neue Akzente zu setzen. Ich nehme da für meinen Bereich wahr, dass insbesondere die Themen ich sag mal, der Kümmererfunktion für Kommunen und wie das vielleicht fortentwickelt werden kann, dann ganz starkes Signal ist. Auch das Problem, auch die Thematik eines Ökosystems für Startups in Bayern, also wie der Freistaat sich da als Wirtschaftsstandort positioniert. Das ist nicht in meinem Bereich, aber ist als Thema sicherlich ganz anders fokussiert. Und auch die Idee, gerade gezielt auch Unternehmen als User der Verwaltung vielleicht anders nochmal in den Blickpunkt zu nehmen, als es bis dato passiert ist. Das heißt, es sind sicher neue oder zusätzliche Akzente dazu gekommen, dass es da einen totalen Richtungswechsel gegeben hätte, das kann ich jetzt so nicht wahrnehmen.
Schön, ist ja auch wichtig für die Arbeit der Mitarbeiter. Christian, ich glaube, wir können noch ganz, ganz lange reden. Ich habe noch ganz viele Fragen, die man stellen müsste. Ich glaube, so die letzte Frage, wenn man jetzt nochmal so auf den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr schaut, der wahrscheinlich schon jetzt im Winter oder im Herbst sogar anfängt. Wir waren uns ja alle ziemlich sicher im letzten Jahr, bei der letzten Koalitionsgesprächen, dass es ein Digitalministerium gibt. Würdest du die Empfehlung und deine Erfahrung aussprechen, dass ein Digitalministerium hilfreich ist bei den Herausforderungen, die wir auf der Ebene des Bundes haben? Wenn du mir erlaubst, Dirk, würde ich anders antworten. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht das Thema der Digitalisierung wieder einen anderen oder einen noch präsenteren Stellenwert findet. Ich fühle mich jetzt aus der Perspektive eines Landes bei einigen Themen. Manchmal würde ich mir wünschen, es sollte präsenter sein. Wo auch immer, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das ist dann fast die zweite Frage, aber dass wir bei einigen unserer Themen vielleicht es nicht hinreichend gelingt, auf Bundesebene das auf ein auch angemessen zu vermitteln, wie wichtig die Sachen sind, sondern auch Ja. entsprechend zu unterlegen. Das ist das Hauptanliegen. Ob das dann in einer schlauen Aufgabenteilung oder in einer schlauen Aufgabenbündelung gemacht wird, ich glaube, da gibt es dann viele Möglichkeiten. Meine Hoffnung ist, dass es aber einen stärkeren Stellenwert insgesamt findet, das, was man im Kontext der OZG-Umsetzung bei allen Stärken und Schwächen mal hatte, dass man sagt, okay, das ist wichtig und da wollen wir jetzt mal mit einem Akzent reingehen. Wenn sich das wieder so entwickelt, würde mich freuen. Eine sehr schön ausweichende Antwort, aber mit einer gewissen Akzentuierung, die zeigt, dass du mit Leib und Seele hinter dem Thema Digitalisierung stehst. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Mein Espresso ist alle. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es macht riesen Spaß mit dir, weil du dich ganz, ganz tief in den Themen drin stehst. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen zum Digitalministerium und zu den Aufgaben, aber das machen wir dann mal auf dem nächsten Kongress oder so oder bei einem Espresso irgendwo in München. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Ich danke euch und allen in der Runde einen erfolgreichen Tag. Tschüss aus München. Ciao, ciao. Ciao.